Wir bekommen ein Hideout. Es ist unfassbar. Gerade nachdem wir in Season 3 so viel Content bekommen haben und in Season 3 mit Season Reloaded nochmal eine Schippe oben drauf bekommen haben, hauen sie in Season 4 jetzt nochmal einen drauf und geben uns ein Hideout, neue Spielmechaniken, wir kriegen ein neues Progressionssystem, wir kriegen ein neues Missionssystem, Reputationssystem, so viele Systeme, ich weiß gar nicht mehr. Dann kriegen wir eine Map, wir kriegen neue Waffen und so weiter und so fort. Es ist wirklich Wahnsinn, aber fangen wir mal von vorne an. Zuallererst einmal die Bestätigung, dass wir gewiped werden, das heißt alles, aller Progress wird zurückgesetzt, die Missionen, die Kontrabandwaffen, Schlüsselstash und so weiter und so fort. Und das erste Mal auch die Waffenslots, die werden zurückgesetzt auf null und dafür kommt entsprechend super viel Content rein, welcher sozusagen dafür sorgt, dass wir komplett neue Herangehensweisen kriegen, wie wir die ganzen Dinge freischalten. Und natürlich muss es dann auf null gesetzt werden, damit die Entwickler sehen können, welche Auswirkungen das Ganze auf das Spiel hat. Fangen wir an mit der Map. Und zwar die erste Map ist die Map Wondel, die wir jetzt kriegen. Gerüchteweise hieß es ja, dass wir die Wondel-Map erst mit Season kriegen. Jetzt doch zu unserer Überraschung direkt am Anfang bereits von Season 4. Von der Größe her ordnet sie sich ein zwischen Al-Masra und Ashika Island und beinhaltet 6 Teams. Das heißt, wenn jedes Team mit 3 Spielern reingeht, haben wir also maximal 18 Spieler auf der Map. Und das Interessante hier als Besonderheit, wir haben ein Kanalsystem, also Wasserwege durchziehen diese Map, sodass wir sozusagen sowohl zu Fuß als auch auf Fahrzeugen, auf Schiffen und auf neue Amphibienfahrzeugen über diese Map wandern können. Kommen wir mal zu der meiner Meinung nach viel wichtigeren Neuigkeit, und zwar das FOB, Central Hub. Also das ist unsere neue Basis, wir nennen es Hideout, wir kennen das System aus den großen Brüdern Escape from Tarkov oder auch den kleinen Brüdern wie zum Beispiel The Cycle Frontier. Da gibt es überall solche Stationen für die Spieler, wo sie eben Upgrades machen können und sozusagen dadurch einen langfristigen Progress haben, eine Motivation, das Spiel zu spielen, immer größer, besser zu werden. Und ja, das kommt jetzt in DMZ. Und zwar ist es so, dass hier verschiedene Dinge geupgradet werden können. Das erste ist erstmal unser Stash. Und zwar handelt es sich hier um unser Wallet Stash. Sehr interessant. Wir kriegen also ein neues System, in dem wir jetzt Geld horten können. Also Geld wird nicht mehr in XP umgewandelt, sondern bleibt uns erhalten. Und wir können hier diese Wallet freischalten, also die Geldbörse sozusagen. Und wir können sie immer weiter vergrößern. Also es gibt hier Missionen zu erfüllen, mit denen wir dann die Größe dieser Geldbörse immer wieder vergrößern können. Und auch ein anderes Stash ebenfalls ist hier vergrößerbar, wie zum Beispiel der Key Stash, also das Stash, wo wir die Schlüssel beinhalten. Das heißt, auch hier können wir das Ganze immer weiter vergrößern, genauso wie die Missionsstashes und so weiter und so fort. Also hier interessant, dass wir unser Stash komplett verwalten können. Das nächste in unserem Hideout wird sein, der Waffenspind. Und zwar ist es so, dass hier sowohl versicherte Waffen als auch die Kontrabandwaffen organisiert werden können. Das heißt, wir werden hier Dinge freischalten und die Größe des Waffenspinds vergrößern können. Außerdem werden wir die Anzahl der versicherten Slots genau hier erhöhen können. Da wird sich zeigen, ob es hier Pay-to-Win-Mechaniken geben wird, die möglicherweise dafür sorgen, dass wir auch mit Echtgeld Dinge freischalten können. So wie sich es aber hier rausliest, ist es alles spielerisch zu verändern und zu erspielen, was natürlich extrem geil wäre, wenn das so wäre. Oder wenn es zumindest eine Kombination wäre, dass man das erspielen kann und wer Lust hat, gleich Geld ausgeben kann. Aber das ist auf keinen Fall ausschließlich mit Geld zu lösen ist. Das nächste, was wir in unserem Hideout machen können, sind die Bounties, also sozusagen die Belohnungen. Und zwar ist es so, dass wir hier Belohnungen kriegen. Jetzt ist ein bisschen unklar. Es heißt erstmal, dass es sich um Rabatte handelt. Das heißt, wir kriegen in den Buy Stations Rabatte, können also günstiger Dinge einkaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber noch mehr, und zwar es gibt sozusagen Belohnungen für Exfils, was auch immer das heißt, ob wir jetzt günstiger an Exfils rankommen, an andere Exfils rankommen oder Belohnungen bekommen für erfüllte Exfiltrationen. Und das gleiche gilt für Rezepte, also für Tauschrezepte, zum Beispiel die Comweste, irgendwas passiert mit diesem Rezept, entweder müssen wir das freispielen oder wir kriegen einen Bonus auf unsere Comwesten-Rezepte beispielsweise, dass wir in Zukunft diese Comweste günstiger kriegen. Und der vierte Punkt in dem Hideout ist die Comstation. Die Comstation beinhaltet jetzt die sogenannten dringenden Missionen. Auch hier ein großes Fragezeichen, was das sein könnte. Es könnte sein, dass es sich um eine Art Dailies handelt, vielleicht Weeklies, Monthlies. Es könnte aber auch sein, dass es eine ganz eigene Missionsart ist, die sozusagen dazu führt, dass wir nochmal zusätzliche Missionen in anderer Art bekommen. Was wir auf jeden Fall schon wissen, ist, dass es sich um Fraktionsaufgaben handelt, also fraktionsspezifische Aufgaben, also wirklich bezogen auf die einzelnen Fraktionen, und dass diese dringenden Missionen schneller zu erreichen sind, also sind viel schneller zu lösen als die größeren Missionen, schneller und leichter, so heißt es.
Und durch dieses Erfüllen der dringenden Mission verdienen wir ebenfalls Reputation. Das heißt, in dieser Com-Station wird jetzt das erste Mal das Reputationssystem eingeführt, von dem wir schon so viel gesprochen haben. Jetzt ist es endlich da, in Season 4 kommt es. Das heißt, wir kriegen sozusagen Anerkennung über die Fraktionen und diese Anerkennung wird verschiedene Folgen nach sich ziehen, dass wir irgendwo besser dastehen bei der Fraktion, was wiederum gewisse Dinge freischalten könnte. Wir haben ja gehört, dass langfristig auf der Map sozusagen Stationen kommen könnten, dass die Fraktionen dort ihre Basen haben können und. Das wissen wir jetzt alles noch nicht, aber was wir wissen ist, wir kriegen definitiv Reputation und durch die erhöhte Reputation schalten wir definitiv jetzt neue Missionen frei. Das heißt, noch mehr Missionen kriegen wir erst, wenn die Reputation auf einem gewissen Level ist bei den einzelnen Fraktionen. Aber das soll natürlich noch nicht reichen. Und zwar kriegen wir auch eine neue Fraktion. Das ist jetzt die 6. Fraktion, die wir bekommen. Und zwar die Phalanx-Fraktion. Phalanx, also es ist so, generell werden die Missionen alle aktualisiert. Es gibt auch neue Missionen, also auch bei den normalen Fraktionen gibt es neue Missionen. Und eben jetzt nochmal die neue Mission für diese Phalanx-Fraktion, die on top dazukommt. Und wir kriegen noch was dazu, und zwar sagen sie, es ist eine Art neue Missions- oder Vertragsform. Also nochmal ein neues Feature, was Missionen angeht. Man merkt schon, das Ganze könnte ausarten in extrem viel Grinderei. Also, dass der Spieler sehr, sehr viel zu tun haben könnte in den nächsten Monaten. Da das alles noch nicht 100% klar ist, was es damit auf sich hat, sagen sie, es kommen weitere Informationen noch vor Season-Start, und zwar am 9.6. Also dieses Datum festhalten, da kriegen wir abends die neuesten Infos. Aber leider nicht zu zwei Punkten, also da wollen sie keine Infos raushauen bis zum Season 4 Release, und zwar das erste ist der neue Boss. Der kommt wohl in einem Fahrzeug, sehr, 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 sehr coole Mechanik. Da wollen sie aber gar nichts verraten für, das bleibt ein Geheimnis, das sollen die Spieler selber herausfinden, wenn es dann am 14.06. soweit ist mit Season 4. Und das zweite sind die Waffenkoffer, und zwar heißt es, wir kriegen neue Waffenkofferbelohnungen. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist der neue Waffenkoffer damit gemeint auf der Map Wondel, dass da ein neues Waffenkoffersystem reinkommt? Oder wollen sie auch die alten Belohnungen jetzt erneuern? Was ja bis jetzt noch nie passiert ist, seit Season 1 haben wir dieselben Waffenkofferbelohnungen. Könnte es sein, dass die auch erneuert werden? Diese Infos kriegen wir nicht, also das wird Geheimnis bleiben bis Start Season 4. Ich werde es noch ein paar Mal sagen, also das ist jetzt ein Standardsatz, aber das ist noch nicht alles. Und zwar, es geht weiter. Wir haben ja von dem dynamischen Wetter gesprochen, dass das entwickelt wird, haben die Entwickler bestätigt. Und die erste Stufe scheint jetzt zu kommen, und zwar das dynamische Wetter in Form von Nebel. Also der Nebel kommt und geht, und zwar speziell für die Map Wondel. Es ist so, dass die Map Wondel in der Regel klare Sicht haben soll und leichter Nebel, das so ein bisschen wabert, gerade auch in den anderen Spielmodi, Battle Royale und so weiter, ist eher klare Sicht. Aber es soll ab und zu bei gewissen Ereignissen auch starker Nebel aufziehen. Und gerade in DMZ-Modus, da werden wir die volle Breitseite abbekommen. Also starker Wetterwechsel, Nebel kommt und Nebel geht und soll das Gameplay auf Wondel komplett verändern. Dann haben wir über das Fahrzeug gesprochen. Das ist das TAV, also ein Amphibienfahrzeug. Man fährt einfach ins Wasser rein und dann kann man sozusagen auf dem Wasser fahren. Und man fährt über eine Rampe raus und kann dann wieder an Land ganz normal weiterfahren. Das Fahrzeug an sich ist ein bisschen langsamer als andere Fahrzeuge. Und es passen vier Leute drauf. Aber das war noch nicht alles. Also der Sandsturm. Fangen wir mit dem Sandsturm an jetzt. Der Sandsturm ist vorbei. Also der Sturm ist vorbeigezogen, hat aber viel Sand hinterlassen und auch Schäden hinterlassen. Das bedeutet, sie sagen, zuerst mal sind Sanddünen in der Stadt übrig geblieben und diese Sanddünen scheinen Gebäude zu verbinden. Also dass man nicht mehr ganz unten durch die Tür rein muss, sondern von über die Sanddünen sozusagen von Gebäude zu Gebäude springen kann. Mehrere Sanddünen in der Stadt, sie blockieren außerdem Straßen, dass man die Straßen nicht mehr wie gehabt ganz normal benutzen kann. Und er hat Zerstörung hinterlassen, das heißt, wir haben neue Eingänge in Gebäude. Das heißt, der ganze Stadtkomplex oben scheint sich komplett verändert zu haben. Da sind wir sehr, sehr gespannt, was das für das Gameplay bedeutet. Und natürlich kriegen wir auch eine Levelerhöhung, und zwar sind wir jetzt mit vier neuen Prestigestufen bis Level 850 am Start. Und das Besondere ist, wir kriegen sogar eine Blaupause, das heißt eine neue Waffe für denjenigen, der Level 850 erreicht. Da gibt es also das erste Mal auch eine ganz konkrete Belohnung. Springen wir noch kurz über die vier Waffen, und zwar die erste neue Waffe ist die Temporal Razorback. Das ist also ein Sturmgewehr, das wird sicher das coolste sein. Wenn die einigermaßen gut ist, dann werden wir die sicher sehr, sehr oft sehen in Season 4. Dann haben wir die ISO 45 Maschinenpistole. Übrigens vielleicht noch ein Wort zu der Temporal Razorback. Ich habe immer wieder in meinen Kommentaren gelesen, wenn ich die anderen Waffen vorgestellt habe, dass die Leute sich beschwert haben, ja, das ist ja Pay to Win, da gibt es nur einen Battle Pass. Diese Waffen sind immer kostenlos. Ich weiß nicht, ob das allen klar ist. Der Battle Pass hat eine kostenlose Variante, also jeder kann auch kostenlos Teile des Battle Passes freischalten, und diese Waffen sind halt in dem kostenlosen Teil dabei. Also es ist kein Pay to Win oder irgendwas. Die kann jeder, ohne einen Cent auszugeben, freischalten. Nur mal das dazu.
Dann das nächste, die ISO 45 Maschinenpistole. Ebenfalls eine neue Waffe für Season 4. Und der Tonfa Schlagstock, den kriegen wir auch. Allerdings kriegen wir den nicht sozusagen über den Battle Pass oder sowas, sondern über ein Event. Dazu kommen wir gleich noch. Das heißt, alle Spieler bekommen den sozusagen gleichzeitig freigeschaltet während einem Event. Und die vierte Waffe ist eine Shotgun. Dazu sagen sie noch nichts. Das bleibt ein Geheimnis bis mit Season 4. Also in der Mitte von Season 4 kriegen wir den Reveal der Shotgun. Und dann noch zum Schluss ein ganz, ganz wichtiges Ding, und zwar ein neuer Twitter-Account. Sie sagen nämlich, dass sie eine Partnerschaft haben mit irgendjemandem und sie wollen auf jeden Fall das COD-Updates raushauen. Sie haben es rausgehauen, ich habe schon gefolgt, das ist interessant. Das heißt, möglicherweise eine Art Feedback für die Spieler, dass wir endlich mal wissen, was ist Sache, was sind momentan die Bugs, was wird gelöst. Das ist sehr, sehr interessant. Sie haben jetzt die ersten Tweets rausgehauen und scheinen da schon sehr, sehr ernst an die Sache ranzugehen. Und Spieler sorgen sozusagen auch wiederzugeben, dass sie die gewisse Dinge auf dem Schirm haben, wo Spieler dachten, ja, was soll das, die reagieren gar nicht drauf. Das ist sehr, sehr interessant, eine schöne Feedback-Plattform. Ich poste den Link unten in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr wollt, meinen Link kann ich auch gerne dazu nehmen. Wer mir auf Twitter folgen will, da habt ihr auf jeden Fall die ganzen Links. So, bevor wir zu dem Event kommen und den wichtigen Daten für Season 4, nochmal an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder. Leute, wir haben ein historisches Höchstwert erreicht. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Wir haben 400 Kanalmitglieder erreicht. Das heißt, wir haben, ich glaube, wir haben jetzt 23 Emotes für unsere Livestreams freigeschaltet. Die sind abhängig von der Anzahl der Mitglieder. Und das bleibt für die Ewigkeit. Also wenn wir morgen nur noch ein Mitglied haben, behalten wir trotzdem diese 23 Emo-Slots. Und dafür bin ich euch wirklich sehr, sehr dankbar nochmal an dieser Stelle. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Also kommen wir zum Event. Das startet am 14.06., also sprich direkt zu Season 4. Und zwar heißt das Ganze Angriff auf Wondel. Und hier ist es so, dass die Spieler gemeinsam ans Ziel arbeiten. Und zwar jeder Spieler kann durch Aufgaben erfüllen Medaillen sammeln. Und zum einen werden diese Medaillen für einen selbst gesammelt, dass man persönliche Ziele erreicht und Dinge freischalten kann, ja. Aber sie fallen auch in einen Gesamttopf. Das heißt, es wird geschaut, wie viel die Spielerschaft insgesamt zusammen, gemeinsam an Medaillen sammelt. Sehr, sehr coole Aktion auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen alle zusammenhalten sozusagen und Medaillen sammeln. Ist ganz geil. Und das schaltet natürlich dann auch Dinge frei. Also sobald die Call of Duty Community so und so viele Medaillen insgesamt gesammelt hat, gibt es eine Belohnung, dann gibt es die nächste Belohnung und so weiter und so fort. Das Ganze startet also am 14.06. Und jetzt nochmal die Gesamtübersicht der Daten. Also am 8.06. gibt es den ersten Tactical Overview von Wondel. Das heißt, hier wird nochmal erklärt, was genau passiert, was Sache ist auf Wondel, wie die Karte aussieht. Und an diesem Tag ist auch diese Show auf Twitch. Das heißt, da haben wir wahrscheinlich im Livestream, ich verlinke euch das unten, im Twitch-Livestream, das ist so eine Twitch-Show, auch nochmal neue Informationen. Vielleicht wird das sogar in dieser Show released, dieses Tactical Overview. Dann, am 19.06. haben wir die DMZ-Übersicht, so sagen sie. Das ist also der Freitag. Am Freitagabend, ich schätze mal gegen 19 Uhr, wird also ein weiterer Blogpost kommen. Speziell nur für DMZ, auch sehr spannend. Da sind wir auf neue Details gespannt. Dann am 14.06. startet dann um 18 Uhr die Season 4. 18 Uhr, wir werden sehen, ob es einen Pre-Download gibt für PlayStation-Besitzer, Xbox, für PC-Spieler. Gehen auf jeden Fall leer aus, müssen 18 Uhr runterladen und können dann loslegen in Season 4. Und ebenfalls am 14.06. gerade gesagt, startet das Event Angriff auf Wondel. Das startet am 14.06. und geht dann komplette Season 4 erstmal, zumindest bis mit Season 4 auf jeden Fall. Und einen Tag später, am 15.06. startet dann das nächste Turnier. Und zwar geht das 3 Tage lang. Ich werde euch das dann einen Tag vorher wieder verlinken, wie immer in den Community, auf YouTube hier in den Community-Beiträgen. Da haue ich euch immer den Link raus, wie ihr da hinkommt. Und was ihr machen müsst, um euren Kanal zu verlinken, euren Account zu verlinken, euren Activision-Account. Weil da könnt ihr natürlich wieder Drops sammeln, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Achtung, das ist das letzte Turnier, was auf Twitch läuft. Alle Folgeturniere werden dann wahrscheinlich nur noch auf YouTube übertragen, weil da ein exklusiver Vertrag unterschrieben wurde. Das heißt, ihr könnt jetzt schon mal gucken, dass ihr euren YouTube-Account einrichtet und die Drops auf YouTube sammeln könnt. Wenn ich weiß, was Drops sind, das sind halt Belohnungen. Da kriegt man Doppelwaffen-XP, Doppel-Hier-XP, da-XP, Belohnungen, Skins, Blueprints und in der Regel am letzten Turniertag immer eine schöne Waffenprint, also einen schönen Waffenbauplan. Kriegt man einfach kostenlos geschenkt, indem man diesem Turnier zuschaut. Also lohnt sich auf jeden Fall. Leute, ich verabschiede mich damit an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs dabei sein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Freitag und natürlich auf Season 4. Spannende Zeit wieder mal für uns. Ich sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.